Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Antrag, wenn man sich mal überlegt, wir waren im Februar als Ausschuss, Herr Busen, Sie waren wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob Sie mit waren, wir waren auf der Biofach in Nürnberg. Und ich glaube, für alle, die da immer mitgefahren sind bei dieser Ausschussfahrt, ist es unglaublich überraschend gewesen, welcher boomende Markt das ist. Das sagen auch alle Kolleginnen und Kollegen, die da mitgefahren sind, wie viel Potenzial dahinter steckt. Und es ist ein Markt, der Landwirtschaft und auch dem Handel enorme Chancen bietet, die man nicht aufs Spiel setzen sollte, indem man eben durch Skandale am Ende das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher wieder verliert. Ich freue mich, dass wir hier heute einen gemeinsamen Antrag wirklich in der Breite des Landtags hinbekommen haben. Das zeigt, dass wir parteiübergreifend meinen, dass der Weg ein anderer sein muss als der, den die EU mit der EU-Öko-Verordnung gehen will. Meine Damen und Herren, Lebensmittelskandale haben uns in den letzten Jahren, seitdem ich 2010 in den Landtag gekommen bin, immer wieder beschäftigt, sowohl im konventionellen Bereich, aber eben auch im Bio-Bereich. Und ich glaube, die Ursachen sind in beiden Bereichen sehr ähnlich. Wir haben mittlerweile unglaublich verästelte, lange Handelswege. Die direkten Beziehungen zwischen Erzeuger und Konsumenten sind heute einfach nicht mehr da. Es gibt viele, viele Möglichkeiten in diesen einzelnen Zwischenstufen, irgendwelche Umdeklarationen vorzunehmen oder auch eben fehlerhafte Produkte einzuarbeiten, Dinge mit einzuarbeiten, die eigentlich nicht in die Produkte reingehören. Das andere, und das ist das ganz spezielle Problem im Bio-Bereich, es ist natürlich höchst lukrativ, konventionelle Ware umzuwidmen zu Bio-Ware und eben da im Handel einen erheblichen Mehrwert dann zu bekommen. Das heißt, es gibt einen massiven Anreiz an der Stelle, eben für Betrüger aktiv zu werden, weil sie Gewinne machen können, die in der Tat riesengroß sind. Deshalb brauchen wir unbedingt ein effektives Kontrollsystem für die Produktion und für den Lebensmittelhandel. Und ich will auch noch ganz praktisch sagen, wir wissen, dass die Kontrollen in den Ländern unterschiedliche Qualität haben. Der Kollege Hubertus Fehring ist jetzt nicht da, aber wenn er mir zum Beispiel Futter verkaufen würde, Getreide verkaufen würde von seinem Hof, dann würde ich das ohne Bedenken kaufen. Da bin ich mir sicher, dass ich gute Ware bekäme. Wenn die Ware dann eben, wie es ja auch gekommen ist, aus der Ukraine kommt, Herr Busen, wenn von Ihnen Ware käme, würde ich die auch ohne Bedenken kaufen, selbstverständlich. Aber wenn die Ware dann, ja, so weit gehe ich. Aber wenn die Ware dann eben aus der Ukraine kommt oder aus Rumänien kommt, dann glaube ich, ist das Misstrauen eben um einiges höher. Und das zeigt, dass wir im Kontrollsystem nacharbeiten müssen, dass die Kontrollen da besser werden müssen. Und ich glaube, das zeigt auch das große Problem, das wir haben. Es ist vor allem auch Importware, die in den vergangenen Jahren immer wieder für Probleme gesorgt hat. Wir müssen also bei Importware, gerade aus Nicht-EU-Ländern, dafür sorgen, dass die Kontrollen besser werden. Und an der Stelle, genau an der Stelle, bin ich nicht gegen den Weg von Rückstandskontrollen. Da kann das eine gute zusätzliche Möglichkeit sein, eben Betrügereien aufzudecken. Innerhalb der EU, das habe ich eben versucht anzudeuten, innerhalb der EU kommt es darauf an, und das haben wir auch im Antrag als Beschlusspunkt, dass die Kontrollen endlich einheitlich gemacht werden, dass sie in den Ländern der Europäischen Union nach einem einheitlichen Standard abgearbeitet werden, damit eben auch wirklich Vertrauen in die Produkte aus allen Ländern der EU vorhanden ist. Weil wir aber davon überzeugt sind, dass die EU-Öko-Verordnung insgesamt mit ihrem Kontrollsystem auch ein bewährtes Instrument ist, dass sie in den vergangenen Jahren auch ein gewachsenes Instrument ist, sind wir auf keinen Fall dafür, dass wir eine Totalrevision bekommen. Wir wollen, dass die EU-Öko-Verordnung fortentwickelt wird, dass sie weiterentwickelt wird, dass die Schwachstellen ausgemerzt werden und dass die neuen Herausforderungen, ich habe sie angesprochen, eben die immer komplizierteren Handlungswege, die immer weiteren Warenströme, auch bei Bioware, dass eben darauf reagiert wird und wir diese Probleme in den Griff kriegen, die es dort gibt. Wir wollen auch weiterhin eine Ökokontrolle, die den gesamten Betrieb, den gesamten Produktionsablauf in den Blick nimmt, die guckt, wie wird mit Tieren umgegangen, wie wird auf dem Acker verfahren. Und wir wollen keine Kontrolle, die lediglich das Endprodukt in den Blick nimmt. Ich freue mich, das habe ich am Anfang gesagt, dass wir so eine breite Mehrheit haben, dass fast alle Fraktionen mit auf den Antrag gegangen sind. Ich bedanke mich noch mal ausdrücklich dafür und ich hoffe, dass wir am Ende des politischen Prozesses eine neue Verordnung haben werden, die das Gute aus der alten Verordnung mitnimmt
gleichzeitig aber auf neue Herausforderungen die richtige, passende Antwort gibt. Vielen Dank.